Hallo und herzlich willkommen bei Bibel TV, das Gespräch. Jeder Mensch träumt davon, ob er nun jung oder alt ist, erfolgreich oder gescheitert, dick oder dünn. Alle möchten wir glücklich sein oder Glück haben. Von außen betrachtet führt unser heutiger Gast ein glückliches Leben. Schließlich ist sie eine erfolgreiche Sängerin. Bei näherem Betrachten aber gibt es selbstverständlich auch bei ihr Situationen von Traurigkeit und Leid wie in jedem menschlichen Leben. Dennoch hat sie ihr neues Album Glück genannt. Grund genug, ein wenig mit ihr über diesen Begriff, über Glück zu philosophieren. Herzlich willkommen bei uns im Studio, Sephora Nelson. Sephora, 6 Jahre, vielleicht waren es auch 5 oder 7, ich weiß es gar nicht genau. Jedenfalls ist es eine Zeit her, dass du bei uns schon zu Gast warst. Hat sich viel getan in der Zeit, oder? Hat sich viel getan. Als ich heute angereist bin, habe ich mich erinnert, wie ich damals mit meiner kleinen Tochter im Arm durch den Hamburger Regen mit Lockenwicklern im Kopf angerannt bin. Das ist ganz furchtbar. Also ich hatte Lockenwickler. Ja, weiß ich ja nicht, was du mit deiner Tochter gemacht hast. Ja, jedenfalls, also das. Ist schon lange her, ist viel passiert seitdem. Was ist passiert seitdem? Eher eine glückliche oder eine unglückliche Zeit? Also ich glaube nicht, dass man 5 Jahre insgesamt entweder oder. Aber ich bin ein sehr glücklicher Mensch heute. Und es sind viele Alben entstanden. Eine rege Konzerttätigkeit ist entstanden. Also jetzt im letzten Jahr waren es, glaube ich, 150 Events im Jahr. Das ist ja schon wahnsinnig viel. Das ist eine Menge. Ja. Das heißt, fast jeden zweiten oder dritten Tag bist du unterwegs. Singend. Singend. Okay, wunderbar. Oder sprechend. Und das hat sich alles in der Zeit aufgebaut und genau. Entwickelt. Genau. Kann man da so sagen, woran das liegt? Also außer, dass du eine gute Sängerin bist. Aber ist da das Wort Glück vielleicht auch schon mal wichtig in dem Zusammenhang? Hast du irgendwie Glück gehabt oder würdest du das ganz anders nennen? Weißt du was, ich glaube, ich sage das manchmal auch. Eigentlich habe ich wirklich Glück oder den Luxus, dass ich meine Berufung ausleben darf. Es gibt viele andere Künstler, die sagen, Mensch, könnte ich doch oder warum lädt mich niemand ein oder so. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass, glaube ich, die Zeit und die Art, wie ich Musik mache, so dieses seelsorgerliche, witzige, so diese Mischung einfach im Moment gut passt. Natürlich bin ich fleißig und kümmere mich darum, dass ich ernähre die Familie davon. Also muss da was laufen. Ja, unbedingt, denn das ist ja wirklich nicht selbstverständlich. Ja. Also, dass Leute mit Musik Geld verdienen können, ein bisschen schon, aber dass eine ganze Familie ernähren kann, heißt ja schon was. Ja. Nur gibt es ja Leute, Musiker, andere Künstler, die sagen, eine Karriere kannst du planen. Also, dann machst du dies, machst du das und dann bist du erfolgreich. Hast du sie geplant? Nein. Nein, ich hab mich vorbereitet. Ich glaube, das Wichtige ist, dass wir fleißig sind. Und ich glaube, weil es bei mir so spät angefangen hat, ich glaube, ich war 29, habe ich so das Gefühl gehabt, so und jetzt aber. Und ich habe das als ein sehr großes Vorrecht empfunden, als mir die Albumproduktion angeboten wurde damals. Da habe ich gedacht, das gibt's doch nicht. Ich darf das. Also für mich war es wirklich wie Luxus und nicht, ja. Ab bis dahin hast du irgendwie so vor dich hingesungen, mal hier im kleinen Kreis und da im kleinen Kreis. Und dann kam irgendjemand und hat gesagt, jetzt machen wir was draus, oder? Ich hab Gesang und Theologie studiert in Amerika und kam dann 2007 hierher und habe schon immer geguckt, wo kann ich singen, wo könnte es passen und so. Aber richtig losgegangen ist dann, als ich einen Wettbewerb gewonnen habe und per Auftrag ein paar Lieder geschrieben habe. Und so hat sich das dann, warum machen wir nicht ein Album mit dir? Was war das für ein Wettbewerb? Spring Contest war das. Spring Contest. Spring Gemeinde Ferienfestival. Eigentlich kein so ein wichtiger Contest. Aber man kommt natürlich dann in die Öffentlichkeit. Für dich war er wichtig. Für mich war er wichtig. Die Leute sagen, Mensch, ich kannte dich gar nicht. Woher kommst du? Ich war ja 10 Jahre im Ausland. Und dann bist du auf einmal wieder da. Und dann ging das alles ziemlich schnell. Und dann spielten Farben eine Rolle, ne? Oder? Also deine Alben haben alle eine unterschiedliche Farbe. Heute passt ja auch alles. Heute die Sendung könnten wir rot nennen. Ja, genau. Wie bist du auf die Farben gekommen? Das ist auch ein bisschen Zufall. Am ersten Album habe ich verschiedene Outfits dabei gehabt und dann habe ich eine giftgrüne Jacke angezogen. Und dann haben wir uns so angeguckt und haben gesagt, wie cool irgendwie, dieses Grün. Und dann beim nächsten Album wurde es dann gelb und jetzt machen wir die Farbenreihe. Jetzt wurde eine geplante Geschichte aus dem Zufall am Anfang, so kann man das sagen. Okay, das heißt, vom Ende her betrachtet wirkt es geplant, aber eigentlich der Anlass war
Zufall. Ja. Zufall. Tja, das ist ja auch so ein Wort im Zusammenhang mit Glück. Manche sagen, es ist einfach Zufall, dass man glücklich wird oder dass man auch Glück hat. Ja. Du würdest vermutlich, Theologie studiert, religiöse Lieder, das Wort Zufall mit Gott ersetzen? Oder würdest du sagen, ich kann trotzdem an Zufall glauben, aber letztendlich ist es gelenkt? Wie siehst Gute du das? Frage. Ich glaube, also Glück ist so vielschichtig. Und wir hatten uns, als wir uns das Album, die Lieder angeschaut haben, haben wir gesagt, wie können wir das nennen? Und da kam der Gedanke Glück und haben erst gedacht, auf keinen Fall. Ich meine, wie kann man ein Album Glück nennen? Geht gar nicht. Weil das hört sich ja an wie Zufall, das hört sich ja an wie im Lotto gewinnen oder so. Und trotzdem finde ich, das Leben hat aber auch ein bisschen von dem. Wie kann es sein, dass ich das Glück habe, zwei gesunde Kinder zu haben und eine glückliche Ehe und die Möglichkeit habe, so viele Konzerte zu machen, dass die Leute die Alben kaufen, dass sie berührt werden und so. Da ist schon ein bisschen auch dieses, irgendwie schon Glück gehabt, dass es so gelaufen ist oder dass wir das Lied aufgenommen haben und nicht das. Aber andererseits ist es natürlich, hat Gott seine Hand im Spiel und auch wenn mir solche Dinge nicht passieren, wenn ich nicht im Lotto gewinne oder wenn mein Kind nicht gesund ist oder mir was passiert, heißt es, das Glück ist weg? Eben, das ist immer die große Frage. Ja. Ne? Und gleichzeitig ist ja auch die Frage, wenn du diese glücklichen Situationen erlebst und gleichzeitig denkst, dass sie von Gott geschenkt sind, was ist dann mit den unglücklichen Situationen? Richtig. Sind die auch von Gott geschenkt? Richtig. Also ich habe für mich so meinen gemeinsamen Nenner gefunden, dass mein Glück nicht das ist, was mir passiert, dass ich das sehen kann und dafür dankbar sein kann und mich beschenkt weiß, aber mein Glück ist, bei ihm zu sein, ganz nah bei ihm. Das ist eigentlich unsere Jahreslosung von 2014 noch. Da habe ich halt länger gebraucht, um sie zu verdauen irgendwie. Woran lag das? Also, du wolltest es gerade erzählen. Ich fand es einfach ein bisschen wenig. Also wir sind schon ein bisschen in der Leistungsgesellschaft und ich bin auch so aufgewachsen, so. Ich meine, du musst ja ein bisschen was vorweisen, musst ja was machen. Und das, dir nahe zu sein, das fand ich ein bisschen wenig so. Die erste Hälfte des Jahres habe ich mir gedacht, das war's oder wie? Ich meine, einfach da sein. Und dann habe ich aber gemerkt, da entspringt ganz, ganz viel aus dieser Nähe. Wir lernen den Herzschlag Gottes kennen. Wir wissen, wir haben nicht mehr so Angst vor anderen Dingen, weil wir so nah an ihm sind. Wir sind mutiger. Und das ist für mich so der gemeinsame Nenner aller Lieder auf diesem Album, dir nahe zu sein. Trotzdem bin ich beschenkt, weil Menschen bei mir sind. Und wenn sie von mir gehen, bin ich beschenkt, weil ich die Erinnerung habe. Also diese ganze Perspektive des Glücks zu sehen. Aha, ist eine Perspektivensache. Ja. Das heißt, du könntest du auch sagen, jemand, der sein Leben als unglücklich empfindet, dem könnte man auch sagen, wechsel mal die Perspektive, dann siehst du das Glück? Oh, ist schwierig, ne, oder? Aber ich würde mich nicht trauen, das so zu sagen. Ich finde es immer ein bisschen dreist, aber ich würde auf jeden Fall auch gerne. Noch nicht, danke. Sehr freundlich, die Dame. Ich würde dadurch, dass ich mein Leben so betrachte und die Lieder so schreibe, würde ich vielleicht gerne Anstoß sein zu einem Perspektivenwechsel. Ja. Und wir haben ja Dinge zugesagt bekommen, die sind ganz unabhängig von unseren Umständen. Und da hat jeder Glück. Zum Beispiel, dass Gott selbst Mensch wird, zu mir kommt und mir Leben schenkt. Ich meine, wenn wir nicht alle Glück haben, dann weiß ich auch nicht. Wir sehen das halt manchmal nicht, dass wir durch ihn neues Leben haben und ewiges Leben haben und die ganzen Versprechen, die er uns gibt, dass er immer bei uns ist, dass wenn das hier vorbei ist, diese paar Jahrzehnte auf dieser Erde, dann werden wir bei ihm sein. Ich meine, wenn wir nicht alle Glück haben, ich weiß auch nicht. Also als gläubiger Mensch kann ich gut nachvollziehen, was du sagst, aber ich kann genauso gut nachvollziehen, wie du das eben gesagt hast. Das wirkt manchmal auch ein wenig zynisch, wenn man das jemand sagt, der unglücklich ist, dessen Unglück oder sein Fühlen des Unglücks ist ja, für ihn ist das jetzt mal so. Da kann ich nicht sagen, wo fühle ich mal glücklich. Aber glücklich derjenige, der das so für sich deuten kann, wie du das jetzt gesagt hast. Aber jetzt sind wir wirklich am Philosophieren. Ich dachte, dass nach meiner Einführung, nein, vielleicht wird es auch gar kein Philosophieren, aber jetzt tun wir es tatsächlich. Machen wir es nochmal erstmal einfacher. Ja, okay. Also das Album, Glück. Ist das jetzt auch so ein Zufall, dass es so heißt und dass es sich so darum dreht? Da habt ihr auf den gemeinsamen Nenner geschaut, oder?
Die Lieder entstehen ja in einer Lebensphase. Ich nenne es die Inkubationsphase oder Schwangerschaft. Genau, ja. Das ist eigentlich eine Schwangerschaft. Und das Album ist dann eine Geburt. Und auch wenn man vorher einen Ultraschall macht und guckt, sind es zwei, ist es eins, ist es groß oder klein, ist es gesund, man weiß nie, was es wirklich ist, bis es nicht geboren ist. Und so ist es auch beim Album. Und die Lieder, die in der Zeit entstanden sind, haben so als gemeinsamen Nenner, das fühlt sich dann immer gut an. Du denkst, ja, das Lied ist, das ist jetzt, das fühlt sich gut an. Oder das Lied passt jetzt irgendwie nicht so rein. Oder jetzt ist gerade ein ganz neues entstanden, interessant, das bringt noch eine andere Facette. Und am Ende des Tages, als das Album dann fast draußen war, haben wir gedacht, es wird orange. Ich habe mir viel Gedanken gemacht über die Farbe orange. Das ist eine tolle Farbe, die Farbe der kindlichen Freude, seelische Gesundheit. Ist es so? Ja. Ist das in der westlichen Zivilisation so von der Deutung her? Also wenn man das eingibt und recherchiert ein bisschen, dann was orange ist, dann ist es so. Auf mich wirkt orange immer ein bisschen aggressiv. Aggressiv, ja. Mhm. Ja. Aber kindliche Freude ist manchmal auch ein bisschen aggressiv. Das stimmt, die Sonne, Apfelsinen sind schön. Verdauung, es regt die Verdauung. Es ist nicht interessant. Gut. Glück und oder zum, oder zum Beispiel ist es auch die Farbe des Transportes. Also wenn man viele Transportunternehmen sieht oder, ja, oder auch die Warnwesten. Bagger zum Beispiel. Kran, Bagger, also alles, was Konstruktion ist. Weg damit, was Neues hin, das ist auch orange. Das heißt, es passiert was. Aufbruchdynamik. Aufbruch, Bewegung. Es ist ein Ziel. Es ist ein sehr zielgerichtetes Album. Sehr positiv, sehr nach vorne. Und in dieser Zeit, in dieser Inkubationszeit, fallen mir dann diese Farben auf. Dann sehe ich zum Beispiel wie ein Busunternehmen oder wie ein Bagger zum Beispiel. Ich fahre dran vorbei und denke mir, orange, das tut mir gerade richtig gut. Was ist das? Und dann kaufe ich mir eine orange Handtasche und orange Schuhe. Gut, da wollen wir jetzt mal nicht weiter ins Detail gehen. Machen wir doch mal einfach glücklicher Mensch. Also wenn ich hab mir aufgeschrieben, ich frage dich, ist sie ein glücklicher Mensch? Wenn man dich so erlebt, könnte man sagen, ja. Ja. Würdest du auch von dir sagen? Ja. Woran misst du das? Also man könnte natürlich jetzt einfach sagen, sie hat beruflichen Erfolg. Klar, muss die glücklich sein. Aber das wäre dir doch wahrscheinlich ein bisschen zu dünn, oder? Ja, weil ich hoffe, dass ich, wenn das nicht mehr ist, auch noch glücklich bin. Und natürlich birgt auch dieser ganze Erfolg die andere Seite natürlich auch, gell? Man verliert ein ganz kostbares Gut, das sich Anonymität nennt. Ah, ja. Ich war jetzt vor 2 Tagen im Schwimmbad. Vielleicht möchte man da einfach mal sein mit seinen Kindern oder so. Und man wird halt einfach erkannt oder beim Einkaufen. Oder, ah, tatsächlich. Oder, und so groß ist es dann doch jetzt schon. Habe ich auch nicht gedacht. Mhm. Aber es ist doch so, dass also es ist den Kaffee oder dann, ach, sind sie nicht. Oder beim Schuhkaufen oder so. Und damit muss man sich auseinandersetzen. Es ist ein Preis, den man zahlt. Also wenn ich das sonst im Interview höre, denke ich immer, naja, aber der Eitelkeit tut es trotzdem gut. Mhm. Aber ist doch auch so, oder? Auf der einen Seite, bist du dann nicht auf der anderen Seite enttäuscht, wenn dich plötzlich jemand nicht erkennt? Manchmal ist es mir ganz recht, aber es tut gut, du hast recht. Also was mir richtig gut tut, sind die E-Mails, die kommen. Manchmal kriege ich Briefe, die dekoriert sind, oder Geschenke, die mir einfach, und wenn ich dann sage, warum, dann sagen sie, weil du mir einfach gut tust. Du hast mich begleitet 3 Jahre durch Krebs oder durch den Verlust meines Mannes oder durch, und jeden Morgen, wenn ich jogge, dann bist du bei mir mit Lege deine Sorgen nieder oder mit Glück oder mit einem anderen Lied. Und eine Frau sagte zu mir im Konzert, und das Tolle ist, das ist von Kindern zu alten Menschen. Das ist, sowas kann man nicht planen. Also was ist das für eine Zielgruppe? Und das macht mich da total glücklich, wenn die Oma sagt, du bist jeden Morgen von 6 Uhr bei mir mit dem Stricken dabei. Okay, ich kann noch nicht mal stricken, ich weiß noch nicht mal. Aber da bin ich wohl auch da. Ist das nicht toll? Vielleicht lerne ich es dadurch. Genau. Das heißt, es geht gar nicht so sehr um Eitelkeit. Vielleicht spielt es auch versteckt eine Rolle, hat jeder von uns natürlich ja, auch. Auf jeden Fall. Aber es geht auch um Selbststärkung, Selbstbestätigung. Es ist eine Bestätigung und ich habe das Gefühl, ich kann effektiv sein. Mhm. Ich glaube, niemand ermutigt mich mehr als ich sage jetzt mal Fans. Wenn ich ein besseres Wort finde, dann werde ich das dafür einsetzen. Aber wie sie sich investieren in mich und wie sie anreisen und sich die Konzerte nochmal anhören und wie sie mir das Feedback schildern, ist so ein Geschenk für mich, dass ich sage, Sephora, streng dich an, streng dich noch mehr an, weil das sind richtige Schätze, die du bei den Leuten lässt, auch wenn es dich mal nicht mehr gibt und wenn du mal alt und runzlig in irgendeinem Heim vergessen, nicht mehr erkannt wirst. Was sind das für Schätze? Und damit gut umzugehen, auch mit meiner Stimme, mit meiner Gesundheit. Ich meine, wenn man so viel unterwegs ist, muss man gucken, gell? Was gehört noch zum Glück?
Beziehung, Gesundheit? Auf jeden Fall. Also ich glaube, wir sind Beziehungsmenschen, wir sind so geschaffen. Und das ist zum einen das größte Potenzial für Glück und zum anderen das größte Potenzial für Unglück. Also ich glaube, Beziehungen, die sind die ganze Farbpalette. Es kann richtig, richtig schwer sein und richtig wehtun. Und eine glückliche Beziehung ist das Schönste, was es gibt. Das sprichst du auch aus Erfahrung, ne? Für beides? Ja. Ja. Für Glück und auf jeden Fall. Auch Schwierigkeiten? Ich glaube, ich erlebe alles ein bisschen intensiver. Kommt vielleicht auch das italienische Blut durch, irgendwie, oder? Irgendwie. Oder die Mischung ist explosiv, keine Ahnung. Du hast mal jedenfalls irgendwo erzählt, dass dein Mann ist ja aus der Karibik. Ne? Mhm. Und ihr habt in Amerika gelebt und dann ging es irgendwann zurück nach Schwaben. Ja. Das war ein Kulturschock, oder? Ja. Zumindest für ihn. Ja. Und das wirkt sich doch auch auf das Zusammenleben aus, oder? Auf jeden Fall. Es war eine schwere Zeit. Eine richtig dunkle Zeit. Und in dieser Zeit ist auch Lege deine Sorgen nieder entstanden. Das Lied ist jetzt mehr bekannt ist als ich, was ich gut finde. Aber so wie es mit guten Liedern oft ist, sie werden einfach in richtig dunklen Zeiten geboren, wo man nicht mehr ein- und ausweist und sagt, Gott, ich weiß auch nicht. Und das war dann wie ein Zuspruch von Gott, leg's ab. Du musst deinen Mann nicht verstehen. Und wenn er jetzt in dieser Zeit nicht mehr spricht, wenn er es nicht erklären kann und du stirbst, das war nicht schön. Nee. Mhm. Ja. Und ich meine, ob man das jetzt alles an der Kultur festmachen kann und an Deutschland, vielleicht war es einfach eine Zeit in der Ehe, wo nichts mehr abfedern konnte, wo wir einfach, der eine reagiert so, der andere so, aber es war eine schwere Zeit. Konntest du in der Zeit dieses Lied schreiben oder war das hinterher eine Reflexion? Das war in der Zeit. Ja. Ah, und da hat dir das Lied selbst auch geholfen? Auf jeden Fall. Unter Tränen habe ich das geschrieben, wie wenn Gott mir sagen würde, leg's doch bei mir ab. Du musst ihn doch gar nicht verstehen. Du kannst doch Ehe gar nicht verstehen oder gar nicht machen. Also, du musst es abgeben. Und es war einerseits so erleichternd für mich. Und deshalb weiß ich auch gar nicht mehr genau, was nach dem Lied passiert ist. Leute fragen mich, hat er dann wieder gesprochen oder so. Ich weiß es gar nicht genau. Ich nehme an, also heute spricht er wieder. Wir kommen mal zum anderen Lied. Und zwar zu einem aktuellen von dem neuen Album halt. Ja. Das heißt, du hast gesagt. Ja. Das hören wir uns jetzt mal an. Mhm. Und dann sprechen wir kurz noch darüber. Gerne. Du hast gesagt, du bist nicht gut genug und ich hab's geglaubt und immer schlechter wurde ich. Wie kann es sein? Ein Wort verändert meine Welt, es darf nicht sein, dass es am Ende recht behält. Du hast gesagt, du bist nicht schön genug und ich hab's geglaubt. Und ganz genau so sah ich mich. Wie kann es sein? Ein Wort verändert meinen Blick, ich war nicht mehr schön. Und für die ganze Welt zu sehen, doch was ich glaubte, das glaub ich nicht mehr. Manchmal erfällt mir die Wahrheit noch schwer. Wahrheit schenkt Freiheit und frei will ich sein. Das, was ich glaube, bestimm ich allein. Du hast gesagt, also erst habe ich gedacht, das Stück, da wird sie sich irgendwie an jemanden erinnern, mit dem sie gesprochen hat, ihr Mann oder sonst jemand, aber das Du ist jemand anders, oder? Ich habe das gar nicht auf eine bestimmte Person fokussiert, weil jeder seine eigenen Geschichten hat. Oft haben die Eltern dir was gesagt oder im Kindergarten jemand oder deinen Ehepartner oder Freunde. Und leider bleiben halt oft gerade die nicht so guten Sätze oder manchmal sogar die unwahren Sätze richtig kleben an uns, wie Kletten. Die nisten sich ein, ohne Miete zu zahlen. Und die verändern unseren Blick. Und der entscheidende Punkt ist, der uns manchmal gar nicht auffällt, ist, dass wir es glauben. Und dann, und dann fangen diese Sätze an, Früchte zu bringen. Dann sehen wir uns auch so und dann ändert sich unser ganzes Leben. Und da habe ich so ein bisschen Licht drauf gescheint auf dieses Thema. Geschienen? Auf dieses Thema und habe dann dieses Glück rauskristallisiert, dass du und ich, jeder von uns, selber entscheiden kann, was er glaubt. Das kann uns niemand nehmen. Also wenn Tante Hermine glaubt, du bist einfach zu blöd für deinen Job, so, dann ist es gut, das ist mein Glück zu entscheiden, ich glaube das nicht. Und wenn Jesus sagt, Wahrheit macht frei,
dann muss ich mich fragen, was ist wahr? Das Schlimme ist, manchmal sind auch diese Sätze wahr, aber die tun so weh. Du bist einfach zu klein oder so, oder du bist einfach zu dick. Ich meine, das kann ja auch wahr sein, aber was ist mein Fundament? Was glaube ich? Muss ich jedem alles glauben? Wird das mein Lebensmotto? Dieses Tröstliche, das steckt dann ja doch drin, in diesem Refrain zumindest. Ne? Wie ist das für dich eigentlich immer erlebbar geworden? Also das finde ich immer die spannendste Frage, für mich jedenfalls, wenn ich mich mit Glaubenden unterhalte. Wie wird der Glaube oder wie wird dieser Gott erfahrbar, dass er für mich was Tröstliches ist? Ich weiß nicht, wie machst du das? Setzt du dich regelmäßig zum Gebet hin und erfährst dann etwas? Oder kann eine natürliche Erscheinung etwas bedeuten, wo du sagst, da spricht jetzt Gott mit mir? Oder bei der Geburt deiner Kinder, war das auch eine Art Gotteserlebnis? Ich glaube, Gott ist mehr erlebbar, als wir denken. Wir haben oft, für mich ist es so, viel zu viele Filter noch vorne dran, dass wir ihn nicht sehen. Aber diese ganz aktive, fokussierte Auseinandersetzung mit Gott ist in der Zeit, die ich versuche täglich zu haben, wo ich einfach im Gebet bin und wo ich lese. Und wo ich spüre, dass er zu mir spricht. Manchmal ganz intensiv. Ich schreibe meistens Tagebuch nebenher. Und dann wird er für mich ganz, dann habe ich das Gefühl, er spricht wirklich zu mir. Manchmal aber auch durch Menschen, durch Kinder, durch meine Kinder. Aber allein das wäre, glaube ich, nicht ausreichend. Ich glaube, wir brauchen schon auch diese Zeit, wo wir auftanken, gerade in glücklichen Zeiten, weil die Unglücklichen kommen, bei jedem. Und dass wir da ausgerüstet sind und einfach die Wahrheit parat haben, wenn Lügen kommen. Von Gebet hast du eben gesprochen. Ist Gebet etwas Aktives für dich? Also du hast gesagt, du setzt dich dann dahin oder schreibst dann auch Tagebuch. Oder ist das mehr etwas Passives, wo dann etwas mit dir geschieht? Beides. Wie in der Konversation auch. Ich höre und ich spreche. So ist es. Also. Und ich glaube, ein bisschen Ruhe tut uns gar nicht schlecht. Also das ist auch eine neue Sache, die ich so dieses hörende Gebet, weil zu sagen, ich höre jetzt einfach mal. Ich habe hier eine große Entscheidung vor mir und das bewegt mich und dein Wort sagt und ich höre jetzt einfach mal, was du denkst. Vielleicht ist es ja auch ein Schlüssel schon in die Richtung für die letzte Frage jetzt noch einmal. Glück ist ja ein großes Wort. Was kann man tun, um glücklich zu sein für dich? Du würdest wahrscheinlich jetzt sagen, also das Gebet ist auch was Wichtiges, aber gibt es noch ein paar andere Dinge, die du noch erwähnen würdest? Also wenn Gebet losgelöst ist von der Beziehung, dann ist es wie Meditation auf einem schönen Gedanken oder Fitness oder so. Also es darf nicht losgelöst sein von der Beziehung, von der persönlichen Beziehung zu Gott. Ich glaube, wir können auch ein ganz großes Glück. Er hat seinen Teil dazu getan, dass er auf uns zukam und wir dürfen jetzt die Tür aufmachen. Komm in mein Haus, ist ein Lied in dem Album, wo wir Jesus reinlassen, auch in die dunklen Ecken unseres Lebens. Und von dem her, glaube ich, ist es eher die Beziehung als die einzelnen Elemente einer Beziehung. Ja, okay. Es ist wirklich so diese Foundation, wollte ich sagen. Grundlage, diese das Fundament. Diese Grundlage, mit ihm zusammen zu sein, ganz nah bei ihm zu bleiben auch. Wie der junge Johannes zum Beispiel, der sich geliebt wusste. Da sind wir wieder bei dem, was du vorhin schon mal gesagt hast. Das war für dich so eine Erkenntnis, nah bei ihm zu sein. Heißt eigentlich auch, durch alles mit ihm durchgehen zu können. Ja oder nein? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Oft entfernen wir uns wieder weg von ihm. Ich meine, was bedeutet es, sich von ihm weg entfernen oder nah dran zu sein? Das ist für jeden ein bisschen was anderes. Aber ihn reinzulassen in unser Lebenshaus, in jeden Raum, auch in die dunklen Räume, auch in unsere Geheimnisse, in unsere Ängste. Und ich meine, Amazing Grace habe ich auf dem Album auch geschrieben, nochmal neu aufgefasst. Da ist, was für eine Gnade, dass er mir meine Schuld vergibt. Und oft ist es ja so, dass sich Menschen keine großen Schuld bewusst sind und die sagen, ah, ich rede halt mit Gott, das ist mein Kumpel und wie er jetzt heißt, ist mir sowieso egal und so. Die Heiligkeit Gottes und was Jesus für mich getan hat, dass ich in Beziehung sein kann mit ihm, das ist schon elementar. Da fängst du jetzt etwas an, wo wir eigentlich noch eine zweite Sendung draus machen können. Okay. Haben aber keine Zeit mehr für. Okay. Da haben wir jetzt Pech gehabt, aber ein Glück, dass du hier warst. Vielen Dank, dass du von dir erzählt hast, natürlich von dem neuen Album auch, was aber auch ein Schlüssel ist zu dem, wie du dein Leben angehst. Vielleicht ein Vorbild für andere auch. Das wäre schön, wenn das damit erreicht werden könnte. Alles Gute dir. Dankeschön. Bis in 5 Jahren wieder vielleicht.
Liebe Zuschauer, auch Ihnen ein herzliches Dankeschön für Ihr Interesse an der heutigen Sendung. Hoffentlich bis bald, wenn es dann wieder heißt Bibel TV, das Gespräch. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.